Vor etwa 2 Wochen war ich bei einer buddhistischen Beerdigung, Bestattung. Und wie das dann so normalerweise passiert, sind wir danach in ein Restaurant gegangen. Und im Restaurant saß eine Frau gegenüber mich, der auch bei dieser Beerdigung gewesen war. Und die hat mich dann die Frage gestellt, ja, sag mir doch mal, was ist denn eigentlich Buddhismus? Und als sie diese Frage gestellt hat, ja, diese Frage erschreckt mich eigentlich immer. Das wird natürlich oft gestellt, diese Frage. Und ich habe immer das Problem, dass ich möchte da eine Antwort geben, aber wie kann man in ein paar Minuten etwas über Buddhismus sagen? Ja, was wirklich sinnvoll ist, was wirklich etwas erzählt darüber, was Buddhismus wirklich ist. Und nicht nur das. Ich merke auch immer, wenn mir diese Frage gestellt wird, ich habe kein fertiges Antwort. Ich habe keine eindeutige Antwort. Buddhismus ist für mich so vielseitig, hat so viele Bedeutungen, dass ich immer wieder in mich selbst reingehen muss und mich selbst fragen, was bedeutet Buddhismus denn eigentlich für mich? Und die Antwort, die ich da kriege, ist immer anders. Ja? Manchmal habe ich diese Betonung für mich selbst, manchmal diese Betonung. Also eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist Buddhismus, finde ich eigentlich extrem schwierig. Dennoch werde ich es heute wieder versuchen. Und eigentlich zum Anfang von dieser Versuchung, von diesem Vortrag, möchte ich versuchen, das, was Buddhismus ist, in einem Satz zu fassen. Und ich gucke, ob mir das gelingt. Also, was ist Buddhismus? Für mich ist Buddhismus ein Weg, um nicht nur die höchstmöglichen Stufen der menschlichen Entwicklung und des menschlichen Glücks zu erreichen, sondern darüber hinaus zu steigen und uns zu befreien von all dem, was uns als Menschen beschränkt. Ja? Also, mein Satz hat doch 2 Teile, habe ich gemerkt. Also, erster Teil ist ein Weg, um die höchstmögliche Stufen der menschlichen Entwicklung und des menschlichen Glücks zu erreichen. Und das zweite Teil ist, darüber hinaus zu steigen und uns zu befreien von all dem, was uns als Menschen beschränkt. Ja, ich weiß nicht, ob Sie jetzt viel weiser geworden sind. Ich glaube, eine Sache, die man sehen kann von dieser Definition, wenn man will, ist, dass Buddhismus keine Religion ist in dem Sinn, so wie wir das normalerweise verstehen, ein Glaube an einen Gott oder Gottheiten. Das wird hier überhaupt nicht erwähnt. Es ist auch keine Philosophie, in dem Sinn, dass Philosophie eigentlich primär Betrachtung ist und es hier in dieser Beschreibung von Buddhismus nicht nur um Betrachtung, aber auch um Transformation und um Änderung geht. Es ist auch nicht nur ein Lebensstil, weil Buddhismus weit über nur Lebensstil hinausgeht. Okay, das lasse ich erstmal so stehen. Jetzt möchte ich erstmal ein paar andere Fragen beantworten. Erstmal die Frage, wie ist Buddhismus entstanden? Buddhismus ist daraus entstanden, dass der Buddha Erleuchtung erlangt hat und nicht nur Erleuchtung erlangt hat, aber auch danach, nach seiner Erleuchtung, angefangen hat, Menschen davon zu erzählen und sie zu ermutigen, den gleichen Weg zu gehen. Ja, der gleiche Weg, als er selbst gegangen war. Also Buddhismus ist entstanden aus einer Erfahrung. Ein Mensch hat Erleuchtung erlangt und hat diese Erfahrung an andere Menschen erzählt und sie ermutigt, die gleiche Erfahrung zu haben. Also Buddhismus entsteht nicht aus Spekulation über die Wirklichkeit oder über was nach dem Leben kommt. Es ist auch nicht entstanden aus einer Offenbarung an einem Prophet. Es ist auch nicht entstanden aus Dogmas, die Leute sich ausgedacht haben. Buddhismus ist entstanden aus Erfahrung und ist eigentlich nichts anderes als Erfahrung. Der ganze buddhistische Weg ist nichts anderes als Erfahrung. Wer war der Buddha? Ich werde eine kleine Lebensgeschichte von Buddha erzählen. Ganz einfach, nicht zu viel, sonst dauert das alles zu lange. Der Buddha war ursprünglich ein Mensch mit Namen Siddhartha Gautama. Und er war ein Prinz. Er war ein Prinz in einem kleinen Königreich in Nordostindien, in der Nähe von Nepal. Und als Prinz hatte er, wie man das so sagt, alles, was er sich wünschen würde. Ja, er kam aus einer
oder war geboren in einer Familie, der große Reichtum hatte, große Macht hatte. Und seine Eltern haben ihn sehr beschützt erzogen. Es gab eigentlich eine Prophezeiung bei seiner Geburt, dass er entweder eine große Weltherrscher sein würde oder ein Heiliger. Und seine Eltern hatten nicht viel Interesse an einen heiligen Sohn, die hatten viel mehr Interesse an einen Sohn, der seinen Vater nachfolgen würde und vielleicht dann sogar Weltherrscher werden würde. Und seine Eltern haben eigentlich dann entschieden, ihm eine Erziehung zu geben, wo er beschützt werden sollte von allem, was unangenehm war im Leben. Ja? Wir haben gesagt, okay, wir geben ihm alles, was er haben will, geben ihm alle Möglichkeiten, um irgendwann mal selbst die Macht seines Vaters zu übernehmen. Und er ist in diesem Wohlstand, ist er aufgewachsen, ohne Probleme, ohne einen Blick auf die Probleme in der Welt sozusagen. Und er hatte alles, was er wollte, war auch verheiratet, hatte sogar ein Kind. Dennoch war er damit nicht ganz zufrieden. Er hatte das Gefühl, mir fehlt etwas. Und die Geschichte, so wie erzählt wird, das ist so halb Legende, halb Wahrheit, die Geschichte, die erzählt wird, ist, dass er dann angefangen hat, mehr um sich herum zu schauen. Dass er angefangen hat, sag mal, rumzureisen, von seinem Palast weg, ja, dass er in das wirkliche Leben reingegangen ist, ne, mal geschaut hat, was findet er da dann. Und was er gesehen hat, war, dass es nicht alle Menschen so gut ging wie ihm selbst. Ja? Dass Menschen arm sind, dass Menschen krank werden, dass Menschen alt werden und dass Menschen sterben. Ja? Also er ist konfrontiert worden mit den mehr schmerzhaften Seiten des Lebens. Und als er das gesehen hat, dann hat er sich die Frage gestellt, wenn das Leben ist, ja, wenn man am Ende nur krank und alt wird und am Ende nur stirbt, was soll das denn? Was ist denn eigentlich der Sinn des Lebens? Ja. Und diese Frage ist für ihn extrem wichtig geworden. Ja. Er hatte kein Interesse mehr an Macht, kein Interesse mehr an Geld. Er wollte einfach wissen, was ist der Sinn des Lebens? Alles andere ist mir nicht relevant. Und dann ist er in Kontakt gekommen mit einem Asket, mit einem Wanderer. Ja. Ein Mann, der sich aus dem Leben zurückgezogen hatte und in die Welt gezogen war und da versuchte, die Wahrheit zu finden. Das war in dieser Zeit des Buddha, das ist 2500 Jahre her in Indien, da war das ganz normal, dass viele Männer das gemacht haben. Irgendwann sind sie in den Wälder reingegangen. Die haben ihren Beruf hinter sich gelassen, ihre Familie hinter sich gelassen, sind in die Wälder reingegangen, haben sich in Gruppen angeschlossen oder haben alleine gelebt und haben versucht, die Wahrheit für sich zu finden. Und das hat dann Siddhartha Gautama auf die Idee gebracht, das auch zu tun. Und er hat dann auch seine Situation verlassen und ist in die Wälder gezogen. Da hat er Meditation gelernt, wie es damals als Praxis üblich war, das zu praktizieren. Er kannte natürlich schon die unterschiedlichen indische Philosophien, die es gab. Und er hat dann selbst versucht, näher an der Wahrheit zu kommen. Da hat er 5 Jahre dafür gebraucht, hat alle möglichen Sachen ausprobiert, unter anderem auch sehr asketische Praktiken, die sehr, sehr schwierig waren, zum Beispiel nicht zu essen, nicht zu trinken oder in großer Hitze in der Sonne zu sitzen mit Feuer um sich herum. Mit der Idee, wenn ich sozusagen mein Körper eine schwierige Zeit gibt, dann wird mein Geist sich irgendwann vom Körper befreien und dann werde ich frei sein. Und das ist vielleicht die Antwort auf meine Frage. Ja? Das war damals in Indien, war das so ein üblicher Weg. Aber er hat dann entdeckt, das war alles nutzlos. Das hat ihn nicht befreit. Ja? All diese unterschiedlichen Sachen, die er ausprobiert hat, haben ihn nicht befreit von dieser Frage, dieses Dilemma, diese existenzielle Frage, was ist der Sinn des Lebens? Er hatte keine Antwort gefunden. Und dann hat er sich irgendwann entschieden, diese Frage nicht sozusagen zu versuchen zu lösen mit dem Kopf und mit dem Intellekt, aber diese Frage versuchen zu lösen über den Weg von höheren Geisteszuständen, die durch Meditation erreicht werden können. Er hat sich hingesetzt, hat angefangen zu meditieren und sich geöffnet für alle Möglichkeiten des Bewusstseins. Und auf diesem Weg der Meditation, in diese Eröffnung des eigenen Bewusstseins, hat er irgendwann dann die
Antworten gefunden auf seine Fragen. Irgendwann hat er Erleuchtung erlangt. Und was das genau ist, ist wieder so eine Frage, die man nicht mal so eben beantworten kann. Aber vielleicht kann ich drei Aspekte erwähnen von was Erleuchtung wirklich ist. Und ein Aspekt davon ist, dass Erleuchtung gekennzeichnet wird von Liebe und Mitgefühl, ja, und Verbundenheit mit allen Lebewesen. Man sieht sich nicht mehr als getrennt, aber man fühlt sich direkt verbunden mit allen anderen Lebewesen. Zweiter Aspekt von Erleuchtung ist Weisheit. Man sieht, wie die Dinge wirklich sind. Ja, man entdeckt, dass man bisher alles nur durch eine gefärbte Brille gesehen hat. Ja, dass man Vorstellungen gehabt hat vom Leben, die nicht richtig sind. Da komme ich noch darauf zurück. Und dritter Aspekt ist der Aspekt von Freiheit. Er hat erfahren, dass es einen Zustand gibt, wo man wirklich total völlig frei ist, völlig frei von allen Beschränkungen. Und als er dann diesen Zustand der Erleuchtung erlangt hatte, dann hat er sich die Frage gestellt, okay, was mache ich jetzt damit? Ja? Will ich das weitererzählen oder will ich das für mich behalten? Und seine erste Neigung war zu sagen, ach, lass mal sein. Was ich jetzt entdeckt habe, ist so schwierig zu verstehen, so wie schwierig einzusehen. Wenn ich das versuche, anderen zu erzählen, wird niemand mich nachvollziehen können. Und die Geschichte sagt dann, dass in diesem Augenblick er eine Vision hatte von einer Gottheit, Brahma Sampati, und diese Gottheit hat ihm gesagt, bitte, bitte unterrichte doch, es gibt Menschen, die dich verstehen können. Und dann hat er danach eine Vision gehabt von einem Teich, einem großen Teich mit Lotusblüten drin. Und manche Lotusblüten waren noch tief im Schlamm unten und andere waren schon hochgewachsen und hatten sich geöffnet in der Sonne. Und diesen Teich war für ihn sozusagen ein Symbol von der ganzen Menschheit. Ja, mit Menschen, manche, die noch ziemlich unwissend sind, noch ziemlich weit von Erleuchtung, aber die hochwachsen können, und andere, die sich schon mal ziemlich geöffnet haben und schon ziemlich weise sind. Und dann, als er das gesehen hat, dass die Menschheit eigentlich eine große Sammlung von Lebewesen ist, die versuchen, sich zu entwickeln und die letztendlich Erleuchtung erreichen können, dann hat er sich entschieden, seinen Weg weiterzugehen und zu unterrichten. Also, so mal eine Kurzgeschichte vom Leben des Buddha. Also hat dann die nächsten 45 Jahre von seinem Leben hat er benutzt, um zu unterrichten in ganz Nordindien. Und dann im Alter von 80 Jahren ist er gestorben. Was lehrte der Buddha? Der Buddha hat eigentlich gesagt, was ich jetzt lehre, ist nicht etwas völlig Neues. Was ich erfahren habe, diese Erleuchtung, und diesen Weg zur Erleuchtung, die hat es schon mal gegeben. Und er hat das angedeutet mit einer kleinen Geschichte. Er hat gesagt, stellt euch mal vor, es gibt irgendwo tief im Wald gibt es eine Stadt. Aber der Weg zu dieser Stadt ist verloren gegangen. Und niemand weiß, dass es diese Stadt gibt. Und man steht vor diesem Wald und es gibt keinen Weg, alles ist vollgewachsen. Man hat keine Ahnung, dass es da diese wunderschöne Stadt gibt. Und er sagt, dann kommt irgendwann ein Mann und dieser Mann hat eine Intuition davon, dass es diese Stadt geben sollte. Und er nimmt sich ein großes Messer und hackt sich einen Weg durch diesen Wald. Ja? Und je weiter er kommt, desto mehr merkt man, aber hier war schon mal ein Weg. Ja? Und er findet immer mehr Hinweise darauf, dass es schon mal einen Weg gibt. Und er folgt weiter diesen Weg und findet dann diese Stadt. Ja, diese wunderschöne Stadt, die völlig vergessen war. Und er sagt, mit Erleuchtung und mit dem Weg zur Erleuchtung ist es genauso. Ich habe Erleuchtung wiederentdeckt. Es war schon mal da. Es hat schon mal viele Wesen gegeben, Menschen, andere Wesen, die Erleuchtung erlangt haben. Es gab diesen Weg zur Erleuchtung, aber es war vergessen. Und jetzt habe ich es wiedergefunden. Und dann erzählt er, wie dann dieser Weg aussieht. Oder er erklärt seine Lehre. Und was er lehrt, er hat eigentlich viele Lehrformulierungen, aber eine wichtige Formulierung ist die vier edlen Wahrheiten. Die vier edlen Wahrheiten über das Leben in Samsara. Ja, Samsara ist das normale Leben, so wie wir das kennen. Und der Buddha sagt, es gibt vier Wahrheiten über dieses Leben. Und die erste Wahrheit ist, dass dieses Leben nicht total befriedigen kann. Ja? Wir versuchen glücklich zu werden.
Wir versuchen, das Beste von diesem Leben zu machen. Aber es ist einfach nicht möglich, in diesem Leben völliges, vollkommenes Glück zu finden. Das kann das Leben nicht geben. Das Leben ist zu beschränkt. Für diese erste edle Wahrheit benutzt er das Wort Dukkha. Und Dukkha bedeutet das Unbefriedigende oder Leiden. Ja, das, was uns nicht befriedigt, bringt uns Leiden. Dann sagt er, die zweite edle Wahrheit ist, dass diese Dukkha, dieses Leiden oder das Unbefriedigende, dass das eine Ursache hat. Ja, da ist eine Ursache dafür und diese Ursache ist Gier. Wir wollen etwas vom Leben haben, was es nicht geben kann. Und dieses Haben wollen ist Gier. Und da findet sich die Ursprung von unserem Leiden. Aber, sagt der Buddha, gut, so ist das Leben dann, ja. Es ist unbefriedigend und wir haben diese Ursache, Gier in uns, die dafür sorgt, dass es unbefriedigend ist. Aber es gibt auch eine andere Ebene. Es gibt eine Lösung. Er sagt, die dritte edle Wahrheit ist, dass es ein Ende von dieser Situation gibt. Es gibt ein Ende von Samsara, wo etwas Neues anfängt, was frei ist von Gier und frei von Dukkha, frei von Leiden. Und dieses Ende ist Erleuchtung. Ja, und der Zustand, den wir dann erreichen, ist Nirvana. Ein Zustand von vollkommener Befreiung, von vollkommenes Glück. Und nicht nur das, die vierte edle Wahrheit ist, er sagt, es gibt einen Weg dahin. Wir können einen Weg folgen von Samsara, das Leben, was wir jetzt leben, was nicht befriedigt, zu Nirvana. Ja, das Leben, könnte man so sagen, was total befriedigend ist, was frei ist von Leiden, was vollkommenes Glück ist. Und dieser Weg, dafür gibt es sehr viele unterschiedliche Beschreibungen, aber eine von den Hauptbeschreibungen, die der Buddha gegeben hat, ist der dreifache Weg oder Pfad von Ethik, Meditation und Weisheit. Das ist eine Lehre, die er immer wieder wiederholt hat. Und vor allem in den letzten Jahren seines Lebens hat er diese Lehre primär gegeben, als ob er das Gefühl hatte, wenn Leute etwas behalten sollen, was sie gelehrt haben, dann soll es dieser dreifache Weg sein. Ja? Ethik, Meditation, Weisheit. Und normalerweise erklärt man einen Weg von Anfang bis Ende. Ja, man würde erstmal über Ethik reden, dann über Meditation und Weisheit. Aber in diesem Vortrag werde ich das umgekehrt machen. Ich werde den Pfad von hinten nach vorne folgen und erklären. Also, wir fangen mit dem Ende an. Zu jedem Pfad gehört ein Ziel, irgendwo, wo wir hingehen. Und das Ziel ist, in der buddhistischen Tradition, was der Buddha gesagt hat, das Ziel ist Erleuchtung, ja, die vollkommene Freiheit. Aber was ist es, wovon wir befreit werden? Wenn wir frei werden sollen, wovon wollen wir befreit werden? Wovon wir befreit werden wollen, ist Verblendung, Illusion, falsche Sichtweisen. Es ist diese Verblendung, die unser Leiden verursacht. Und Freiheit von Verblendung ist Freiheit von Leiden. Und das ist das höchste Glück. Ich will bald ein bisschen mehr darüber sagen, was diese Verblendung eigentlich ist. Aber zwischendurch möchte ich zwei Bemerkungen machen über das Ziel, so wie das hier formuliert ist, als Freiheit. Also, ich könnte erstmal sagen, dass die Formulierung des Ziels nicht metaphysisch ist, aber pragmatisch. Ja, es ist ganz praktisch, wir wollen frei werden. Ja, keine metaphysische Ziele, so wie Himmel oder Gott oder was auch. Also es gibt im Ziel, in der buddhistischen Sichtweise, kein Gott, kein Himmel, kein Ende der Welt. Das einzige metaphysische am Ziel ist vielleicht, dass die vollkommene Befreiung außerhalb Zeit und Raum liegt. Das heißt, Nirvana transzendiert die normale Dimension des Bewusstseins. Es passt nicht in unserem Bewusstsein, so wie wir das jetzt erfahren. Das ist noch ein Vortrag an sich, glaube ich, und wir haben jetzt keine Gelegenheit, darauf einzugehen. Also muss das einfach so stehen lassen. Gut, also der Pfad führt zum Ziel der Freiheit von Verblendung. Und deshalb ist die dritte oder letzte Phase des Pfades ist die endgültige Entfernung von Verblendung. Oder, könnte man sagen, die Entwicklung von Weisheit. In buddhistischen Worten, wir versuchen zu sehen, wie die Dinge wirklich sind.
und wir versuchen, wegzukommen von falschen Vorstellungen. Also Verblendung bedeutet, dass wir die Dinge nicht sehen, so wie sie wirklich sind. Wir haben nur Vorstellungen davon. Und die Vorstellungen sind sehr, sehr stark gefärbt von unserem eigenen Geist, von unseren Wünschen, von unseren Befürchtungen, von unserer Abneigung. Also es gibt, könnte man so sagen, drei Arten von Vorstellungen. Es gibt Wunschvorstellungen, ja, und die zeigen uns, wie wir die Dinge gerne haben möchten. Ja, nicht wie die Dinge sind, aber wie wir sie haben möchten. Und da ist natürlich hier die motivierende Kraft. Dann gibt es Angstvorstellungen und Hassvorstellungen. Und die letzten zwei, die zeigen uns, wie wir die Dinge nicht haben möchten. Wenn wir für etwas Angst haben, dann bedeutet das, wir wollen das nicht, dass das nicht wahr ist. Wir wollen das nicht haben. Wenn wir etwas hassen, dann wollen wir es loswerden. Ich kann da ein paar Beispiele geben. Erstmal von Wunschvorstellungen. Übrigens sind diese Vorstellungen ganz unbewusst. Sind nicht ganz bewusste, aber unbewusste Vorstellungen. Ja, zum Beispiel, wir haben uns ein neues Auto gekauft. Wir sind ganz stolz darauf, da steht es, es glänzt, es funktioniert alles prima. Und dann haben wir diese Wunschvorstellung, unbewusst, dass das Ding immer so bleiben wird. Ja, es soll nicht schmutzig werden, es soll nicht kaputt gehen und so weiter. Aber irgendwann geht es kaputt. Ja. Und dann sagen wir, wie soll mir das passieren? Mein neues Auto, mein schönes Auto ist kaputt gegangen. Warum muss das mir passieren? Die Tatsache ist, es passiert einfach. Das ist die Wirklichkeit. Ja. War vielleicht in der Fabrik von Volkswagen irgendwann mal ein Mitarbeiter, der hat am vorigen Abend zu viel getrunken, hat etwas falsch eingebaut, was auch, und dann geht irgendwann was kaputt. So ist das. Ja. Das ist die Realität. Aber in unserer Wunschvorstellung soll das nicht passieren. Wenn das passiert, sind wir enttäuscht, empört und können das nicht akzeptieren. Mal ein Beispiel von Angstvorstellungen. Wir haben einen schönen, angenehmen Job. Ja? Aber wir haben Angst, dass wir diesen schönen, angenehmen Job verlieren. Ja? Und wir laufen ständig mit dieser Angst rum. Und leiden ständig unter dieser Angst. Aber die Wirklichkeit ist vielleicht, dass wir 20 Jahre lang in diesem Job arbeiten und dann irgendwann selbst unseren Job wechseln. Also 20 Jahre lang haben wir Angst gehabt umsonst. Weil wir haben unseren Job nicht verloren. Aber die Angstvorstellung hat dafür gesorgt, dass wir leiden. Wieder ein Beispiel von Hassvorstellung. Wir hassen unsere Kollegen. Und wir leiden unter seiner Gegenwart. Wenn er nur nahe kommt, dann fühlen wir uns schon unwohl. Und wir stellen uns vor, dass der Kollege uns Leiden verursacht. Aber in Wirklichkeit leiden wir durch unser Hass, nicht durch den Kollegen. Es ist unsere Vorstellung, die dafür sorgt, dass wir leiden. Also falsche Vorstellungen der Wirklichkeit verursachen uns Leiden. Illusionen verursachen uns Leiden. Ja, unser ganzes Leben ist ein großer Haufen von Illusionen, wenn man mal genau hinschaut. Und das Leiden kommt, weil wir immer wieder enttäuscht werden. Ja, Illusionen sind nur Illusionen. Die Wirklichkeit zeigt uns, dass wir daneben sind, dass die Wirklichkeit nicht so ist. Und das ist eine Enttäuschung. Und der Buddha sagt, das Heilmittel gegen dieses Leiden ist Weisheit. Ja, Weisheit wird uns helfen, nicht mehr unnötig zu leiden. Also Weisheit, könnte man sagen, die Entwicklung von Weisheit ist die bewusst gewählte Desillusionierung. Wir versuchen uns zu desillusionieren. Wir versuchen, durch unsere Illusionen durchzuschauen. Ja? Und am Anfang ist das vielleicht nicht leicht. Ja? So wie das mit jeder Medizin ist. Ja? Der Medizin ist nicht so angenehm. Es schmeckt nicht so gut. Aber letztendlich befreit es uns von all unseren Beschränkungen. Aber wie sollte man diese Weisheit entwickeln? Und der Buddha kommt uns entgegen. Er erklärt uns, wie die Dinge wirklich sind. Also er erklärt uns, wie die Dinge von seinem erleuchteten Standpunkt aussehen. In anderen Worten, er gibt uns Zugang zu richtigen Vorstellungen statt falschen. Aber das reicht nicht. Es reicht nicht, wenn wir richtige Vorstellungen übernehmen von anderen Menschen. Wir müssen auch etwas tun. Wir müssen diese richtige Vorstellung realisieren, sie uns eigen machen.
sie integrieren, sie verwirklichen. Und dafür brauchen wir Meditation. Also, vor Weisheit kommt Meditation. Meditation ist die zweite mittlere Stufe des Pfades. Meditation bewirkt zwei Sachen. Erstmal bereitet Meditation uns vor auf die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist nicht leicht zu fassen, sonst hätten wir es schon gemacht. Wir brauchen einerseits Klarheit und das Vermögen, uns gesammelt und mit all unserer Energie auf die Wirklichkeit einzulassen. Andererseits brauchen wir sehr viel Gelassenheit und Positivität, um mit den Ergebnissen unserer Konfrontation mit der Wirklichkeit sinnvoll umzugehen. Wenn wir diese Positivität oder Gelassenheit nicht haben und wir werden konfrontiert mit der Realität, kann uns das ziemlich verwirren, kann das uns ziemlich durcheinander schütteln. Also Meditation bereitet uns auf diese Konfrontation vor. Zweitens, Meditation schafft optimale Bedingungen für die Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit lässt sich nur in geistigen Zuständen ergründen, die etwas abgehoben sind von unserem normalen täglichen Bewusstsein, in einem Zustand von tiefen inneren Reflexion und Kontemplation. Die vorbereitende Phase der Meditation wird Samatha genannt. Und Samatha bedeutet Beruhigung und Eröffnung des Geistes. Und diese Samatha-Meditation braucht Zeit, ja, um sich zu beruhigen und zu eröffnen, ja, dass das auch ein sehr stabiler Zustand wird, das braucht Zeit. Und abhängig von Temperament, Vorgeschichte und Tiefe der Motivation kann diese Phase Monate bis Jahre dauern. Die eigentliche Meditationsphase heißt Vipassana oder Einsichtsmeditation. In dieser Phase sind gute Bedingungen sehr wichtig. Und dazu gehören eine dauerhafte, regelmäßige Meditationspraxis, ein guter Lehrer, die uns begleiten kann auf unserem Weg, spirituelle Freunde, die uns ermutigen, gründige Kenntnisse der Lehre, ein tiefes Verständnis des buddhistischen Weges und eine unerschütterliche Motivation. Eine Motivation, weiterzukommen und letztendlich erleuchten zu erlangen. Und solche gute Bedingungen kann man natürlich nur über Jahre aufbauen. Der spirituelle Weg ist deshalb ein Weg von Ausdauer und Geduld. Diejenigen, die Meditation schon mal ausprobiert haben, die werden wissen, dass es nicht einfach ist. Das Material, womit wir in der Meditation arbeiten, ist unser eigener Geist. Und wie sehr wir auch an uns selbst arbeiten möchten, es gibt immer Teile von uns, die nicht wollen, die Widerstand leisten. Ein Faktor, der unsere Fähigkeit zu meditieren sehr stark beeinflusst, ist unser Lebensstil. Erfolgreiche Meditation erfordert eine regelmäßige, relativ entspannte, gesunde Lebensstil. Und hier gibt es ein Paradox. Viele Leute fangen an zu meditieren, gerade weil ihr Leben so unregelmäßig, so gestresst und so ungesund ist. Sie wollen mit Meditation da eine Lösung dafür finden. Aber leider wird Meditation nicht helfen. Das Einzige, was Meditation tun kann, ist uns klarzumachen, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen, um entspannter und gesünder zu werden. Und nur dann werden wir mit der Meditation weiterkommen. Ein sehr entscheidender Aspekt unseres Lebens, der unsere Meditation tiefgehend beeinflussen kann, ist unser ethisches Verhalten. Wenn wir uns regelmäßig unethisch verhalten, wird unser Geist unruhig und verwirrt sein. Und wenn wir in unserer Meditation ständig von negativen Gedanken gestört werden. Nicht nur wird es in unserem Leben sehr viel mehr Konflikte geben, die unsere Meditation stören, auch wenn niemand uns unser Fehlverhalten merken würde, würden wir noch immer ein schlechtes Gewissen haben. Und auch das ist tödlich für die Meditation. Also ethisches Verhalten oder Ethik ist die erste Stufe auf dem dreifachen Weg, als Basis für unsere Meditation. Was ist ethisch im Buddhismus?
Im Buddhismus wird ethisches Verhalten definiert als die Art von Verhalten, die uns selbst und andere glücklicher macht. Und unethisches Verhalten wird definiert als die Art von Verhalten, die uns selbst und andere Leiden bringt. Eine genauere Analyse von unserem Verhalten und dessen Folgen zeigt, dass Verhalten, das Leiden bringt, seinen Ursprung hat in Wurzeln von Gier, Hass und Verblendung in unserem eigenen Geist. Und das Verhalten, das glücklicher macht, seinen Ursprung hat in Liebe, Großzügigkeit und Weisheit in unserem eigenen Geist. Die beste Art und Weise, um sein ethisches Verhalten zu verbessern, ist deshalb, die Wurzel von Gier, Hass und Verblendung in unserem eigenen Geist zu entfernen und statt deren Liebe, Großzügigkeit und Weisheit zu entwickeln. Und dies ist genau, was wir auch in der Meditation machen. In der Meditation entwickeln wir aktive, positive, ethische Geisteszustände. Es gibt deshalb eine gegenseitige Wechselwirkung zwischen Ethik und Meditation. Durch Meditation verbessert man seine Geisteszustände und deshalb sein ethisches Verhalten. Und durch die Verbesserung des Verhaltens verbessert sich die Meditation wieder. Gleichzeitig entwickeln sich in unserem Geist Elemente von Weisheit, weil Ethik und Meditation eine optimale Nahrungsbohnen für den Wachstum von Weisheit bilden. Auf diese Art arbeitet man immer auf alle drei Ebenen gleichzeitig. Die Ebene des ethischen Verhaltens, die Ebene der Meditation und die Ebene der Weisheit. Also der dreifache Pfad ist nicht ein Pfad mit drei voneinander getrennten Stufen, sondern ein Pfad, auf dem man immer auf alle drei Stufen gleichzeitig aktiv ist. Die Stufen sind aber progressiv. Fortschritte auf der Stufe des ethischen Verhaltens bewirken Fortschritte in unserer Meditation, die wieder dazu beitragen, dass unsere Weisheit sich vertieft, wodurch wir allmählich näher an Erleuchtung herankommen. Diese Präsentation von dem Weg zeigt den Weg zur Erleuchtung als ein sehr systematischer Weg. Und das ist es auch. Aber man soll nicht überrascht sein, wenn der eigene Weg sehr viel unsystematischer ist. Die meisten von uns fangen mit Meditation an und merken dann irgendwann, dass sie an ihr ethisches Verhalten arbeiten müssen. Und manche Menschen besitzen schon eine ganze Menge Weisheit, bevor sie ihre erste Meditation gemacht haben. Also letztendlich, wenn man dem Pfad folgt, ist es nicht so, dass das alles systematisch läuft, aber dass man so hin und her gehen kann. Letztendlich ist es auch nicht so wichtig, wie man den Weg genau geht. Das Wichtige ist, dass man anfängt und dass man vorankommt. Alles andere wird sich irgendwann von selbst ergeben. Dankeschön.